Ja, Freunde, es ist wieder ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint zu 100%. Ja. Die Solarzellen hier sind tatsächlich an die Blöte angeschlossen. Ja. Und obwohl es oben leicht, ja, leicht bewölkt ist, ne? Also ich zeige euch das mal, stellenweise blauer Himmel, stellenweise weiße Wolken, ist die Blöte vollgeladen und jetzt zeigen wir mal, wie das Ganze aussieht. Ja, unser Kätzchen kommt mit. Ja, die ist super neugierig, aber ihr ist im Moment viel zu heiß. Viel zu heiß ist hier. Es ist richtig warm draußen. 30 Grad. Ja, so sieht die Blöte aus. Ja, wir haben hier 100% geladen alles. Die Batterien sind zu 100% voll. Ich mache jetzt einfach mal die Steckdose für oben denn das Warmwasser für den Boiler an. Ja, man sieht auf einmal fließen da unten 1980 Watt. Ja, warum machen wir den aus? Man braucht ja nicht die ganze Zeit super heißes Wasser. Ne? Also wir müssen ja nicht die ganze Zeit auf 65 Grad heizen. Und ich sag mal, dieser Körper ist hier beschränkt auf 3000 Watt. Ja, maximal können wir da irgendwo auf für eine kleine Zeit lang auf 3700 Watt gehen. Das war es dann aber auch für eine kurze beschränkte Zeit. Da hier aber Kühlschrank angeschlossen ist, da ist Waschmaschine angeschlossen, da ist Wasserkocher angeschlossen. Heißt, wenn man alles anmacht, würde das Ganze hier ausgehen. So, man sieht, zack, gerade ist das Ganze auf 99% gesprungen und die Solarzellen oben, die machen auf einmal mit. Ja. Zack, da sind sie wieder und bringen wieder Strom ins Haus. Naja, wie gesagt, warum machen wir das aus? Um das Ganze einfach mal den Gedanken zu vollenden. Ganz klar, so viel Reserven hat der Kopf hier gar nicht. Ja, das sind gerade mal 3000 Watt. Das heißt, er würde ständig ausgehen. Das wollen wir ja nicht. Deswegen werden Sachen, die quasi nicht die ganze Zeit benötigt werden, aber grundsätzlich dafür sorgen würden, dass quasi alles ausgeschaltet wird, ausgemacht. Das heißt, es wird morgens geduscht oder abends. Das heißt, man kann ja zwischenzeitlich das Ganze anmachen oder quasi, wenn die Batterien voll sind, ja, dann macht man das Ganze an, lässt das Ganze hochheizen. Das mache ich gerade, hätte auch vor 2 Stunden machen können. Ich glaube, da war es auch schon bei 100% oder bei 95 oder so, meine ich, war das schon. Bin aber leider eingeschlafen. Ja, wie auch immer. So, das heißt, jetzt ziehen wir ein bisschen Strom raus. Ja, von 40 auf 65, das wird nicht lange dauern. Das dauert höchstens, was soll ich sagen, halbe Stunde. Höchstens, ja, dass es 2000 Watt rausnimmt. In der halben Stunde gehen wir natürlich auch einiges tiefer noch mit der Batterie. Entschuldigung, lass mich mal fokussieren hier. Aber letztendlich ist das jetzt nicht die große Energiemenge, die man abnimmt. Also es ist tatsächlich täglich so, dass die Blöte eigentlich viel zu voll wird und irgendwann mal einfach nur abschaltet und die Sonnenenergie, die man eigentlich ernten könnte, letztendlich im Grunde verschwendet wird. Ja, leider ist es täglich so, aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Es ist nun mal so. Ja. Also draußen scheint es ein bisschen bewölkt zu sein, weil man sieht ganz deutlich die Anzeige von die Sonnenstromanzeige, die springt hin und her, obwohl wir ja schon 98% haben. Ja. Wäre es nicht bewölkt, würde es die ganze Zeit schon einen hohen Stand haben, hat es nicht. Ja, dieses Hin und Her, wahrscheinlich sind da Wolken, die so zwischendurch halt fließen und halt immer wieder mal die Solarzellen zumachen. Ne? Aber wie gesagt, für heute sehe ich da kein Problem. Der Wasserspeicher wird heute noch aufgeheizt und am Ende haben wir immer noch 100% wahrscheinlich am Ende des Tages. Das ist nun mal so. Ja, Freunde, wie gesagt, ich habe mich ja schon mal an euch gewarnt, wie könnte man, übrigens im Hintergrund hört man die Katze, wie sie auf einen Teppich kratzt,
Wie könnte man den Strom noch sinnvoll nutzen, gerade in den Sommermonaten? Bisher hatte ich wirklich nichts. Also es sind coole Ideen. Ja, von mir aus ein 3D-Drucker. Coole Idee, habe ich aber nicht. Brauche ich erstmal auch nicht, ne? Obwohl ich das von der Idee her richtig cool finde, also sinnvoll Strom zu nutzen, um einen 3D-Drucker zu betreiben, finde ich genial. Sag mal hallo. Hey. Ja, wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, die man ja im Alltag umsetzen kann und die Sonnenenergie ja sinnvoll nutzen kann, sagt Bescheid, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Danke für eure Abos und Likes, Freunde. So, jetzt haben wir in den paar Minuten vielleicht nochmal auch schon geschafft, das Ganze hier auf 97% zu reduzieren. Wie gesagt, im letzten Video habe ich auch schon gezeigt, dass wir im Grunde sind es ja keine 97%. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was man eigentlich noch vielleicht machen könnte. Meine Einstellungen liegen irgendwo zwischen 20 und 90%. Das heißt, auf 100% geht es gar nicht. Eigentlich ist es auf 90% beschränkt, glaube ich, die Batterie. Quasi ein Puffer, ein Sicherheitspuffer, den man auch von Werk aus einbaut, den lasse ich aber auch so, um einfach die Batterie nicht zu sehr zu belasten. Ja, weil letztendlich, ob ich da jetzt 10% mehr drin habe oder nicht, bringt mir letztendlich auch nichts, wenn ich keine Verwendung für den Strom habe. Ja? Dann habe ich halt 10% mehr aufgeladen, aber am Ende habe ich keine Verwendung, um den Strom irgendwo, ja, unterzubringen quasi. Ne? Jo. Guck mal, scheint jetzt gut die Sonne zu scheinen. Wir kriegen über 1000 Watt rein. Das ist schon cool. Ja, das heißt, so schnell wird die Batterie jetzt auch gar nicht benutzt werden können, weil die Sonnenenergie direkt nachfließt. Das Ganze wieder auflädt. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Ideen oder Anregungen habt, dann fragt mich. Dann kann ich auch da ein Video drüber machen.